Hallo und herzlich willkommen zu Project Cars 3. Wir machen weiter mit Road C. Und zwar brauchen wir zuerst mal ein Fahrzeug. Wir haben nämlich noch gar keins. Straßenpuma heiße Runde. Okay, wir machen die heiße Runde und das Longfield-Rennen, würde ich mal sagen. Aber ich brauche erst mal ein Fahrzeug. Wir haben keins. So, hier gibt es natürlich einiges. Ne? Hier haben wir den Aston Martin. Den Dodge Challenger, den Chevy, den Porsche, Lotus, Nissan GTR, Caterham ist auch geiles Ding, ne? Aston Martin, Camaro, Acura und den AMG und den KTM, okay. Ich kann mich jetzt nicht wirklich entscheiden, was ich möchte. Ich finde sogar, dass der Höchstgeschwindigkeit ist jetzt nicht so gut, ne? Nissan Acura. Der Acura geht schon ab, ne? Ich würde sogar sagen, dass wir den nehmen, den Acura, oder? Klar, was kostet der? 88? Ja, locker. Das zahlen wir doch aus der Portokasse. So. Dann wollen wir in die Werkstatt. Wir wollen unser Fahrzeug nämlich upgraden, natürlich. Wir wollen. Oh, hier schon. Der ist schon ganz schön weit oben, ne? Das bedeutet Aufladung 511, Motorblock. Motorblock ginge noch 494. 494. Nockenwelle 499. Gekauft. So, jetzt haben wir einen 499 Punkte Boliden. Mit dem können wir auch am Rennen teilnehmen. Straßenpuma, heiße Runde. Alles klar, dann legen wir mal los damit. Ne? Bin mal gespannt, ob man für das Rennen dann auch den benutzen kann. Ach, das ist das. Ja, ich weiß schon, die blöde Strecke. Die ist wirklich kurvig. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Ja, du kannst im Showroom Suchfilter benutzen, um das gewünschte Fahrzeug schnell zu finden. Wenn man es das erste Mal spielt, weiß man ja gar nicht, welche Fahrzeuge alles da sind. Straßenpuma. Okay. Dämmerung. Oh je. Das wird was. Und los. Ich kenne die Strecke schon. Ich bin ja, dieselbe bin ich jetzt nicht gefahren, aber eine ähnliche. Ah, okay. Nee, hat gar nichts von der Strecke, die ich kenne. 212 wäre das Beste, was wir erreichen könnten. Okay. Da kann man mal ordentlich Gas geben, ne, bei der Strecke hier. 260 sind wir fast. 270. Okay, cool. Höchstgeschwindigkeit. Oh yeah. Höchstgeschwindigkeit. Das liest man doch gerne. Da vollkommen bestimmt dann der Teil, der komplett kurvig ist. Ja, ja, ich sehe schon. Das ist. Da muss man sich echt konzentrieren, ne? Bei dem Abschnitt hier. Oh, geht's wieder lang. Okay. Das ist natürlich eine komische Kurve, ne? Kurve sage ich schon. Das ist aber eine komische Strecke, ne? Die kenne ich noch gar nicht. In der Form. So, hier geht's links. Und unten geht's dann nach rechts. Ich sehe schon. Das sieht auch immer komisch aus mit diesen komischen Hüppen da, ne? Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.
Naja, wie auch immer. Und los. Gucken wir mal, das. Oh, ein Tunnel. Cool. Ob wir das dann so gebacken kriegen, muss ich mir vorstellen. 7, 8. Boah, total schlecht. 15. Ja gut, fürs erste Mal ist okay, ne? Fürs erste Mal darf auch mal 3 Sekunden langsamer sein. Das kriegen wir noch hin. Damit wir mal die Strecke gesehen haben, ne? Jetzt machen wir lieber ein Rennen. Diese Hot Laps, die macht er mit allen Autos. Mache ich auch immer die kleinen Tracks und Cars Videos, wo alle Fahrzeuge alle Strecken fahren. Und dann sehen wir natürlich auch, wer die schnellste Runde fährt. Ja, er hier jetzt nicht, aber der wird natürlich auch nochmal dran sein und kriegt dann ein paar Chancen, die Strecke zu meistern. Ich fahre jetzt bestimmt mit jedem Fahrzeug 3-4 Mal, bis ich eine annehmbare Zeit habe. So, nix, ne? Alles noch geweißt. Na komm, wir kaufen es uns einfach. Also Longfield, Brands Hatch. Okay. Rennen, ja. Da sind wir dabei. Longfield, Brands Hatch. Ja, sag mir was, bin ich doch schon mal gefahren. Muss ich jetzt von der Strecke her sehen. Das Rennen auf Ovalstrecken bei über 300 Stundenkilometer mit nur wenigen Zentimetern Abstand zueinander ist nervenaufreibend. Ja. Ein ganzes Oval bin ich auch nicht gefahren. Es gibt ja die. Das war Texas Speedway, glaube ich. Da gab es ein Stück von dem Oval und dann gab es ein Parcours in der Mitte zu fahren. Auch schön. Aber ein ganzes Oval bin ich noch nicht gefahren. Ich habe auch noch keine Stocker-Autos gesehen oder so, nur Trucks. Das kann ja auch ganz interessant sein. Gut. Hier nochmal die ganzen Namen durchchecken. Mück Meyer. Okay. Emma Boucher. Boucher. Bouchoir. Pff, keine Ahnung. Sieht man auch öfters mal. Franz Kruger. Sehr schön. Jamaika. Ich habe ja gar nicht mein Fahrzeug noch gar nicht individualisiert. Was soll ich jetzt machen? Achso, ja, Bruno nur innerhalb von 1,10, ja klar. Passt schon. Sauberes, ja. Wir überholen es einfach mal alle. So. Und los. Achso. Ach, Sauberes-Manöver innerhalb von 0,10. Ich bin jetzt gerade einfach vorbeigefahren, was ist los? Naja. Stell die schnellste Rundenzeit auf. Das könnten wir vielleicht hinkriegen. 3 Runden, ja. Das mit den Überholmanövern, ja gut. Ich fahre ja auch noch öfters, das in irgendeinem Fahrzeug kriegt das schon hin. Ja, das bringt ja natürlich auch Erfahrungspunkte und Geld, wenn man die Strecke auf das fährt. Man holt auch ein Gefühl für die Strecke. Das war wie ja, Shanghai, den Rennen Loop oder sowas, das fährt man ja schon blind. Bin ich ja nicht so viel ausgefahren. Das Gute ist ja auch, man kann mit den ersten Autos ja dann auch die anderen Loads fahren, wenn man es entsprechend tunt. Das müsste ich auch noch machen. Ich weiß gar nicht, wie sich das so verhalten. Vielleicht ist da ja ein Auto dabei, was für die Hot Lap oder sowas perfekt wäre, ne? Man weiß es ja nicht. So, vielleicht mein Evo oder mein Honda Civic. Das ist natürlich mal eine Sache, ne? Wobei, ja doch, man könnte mal probieren, der Honda Civic lässt sich ja noch tunen. Wie hoch, weiß ich nicht. Da werden wir alle hochtunen.
gucken, was so das hier aussieht. Ne? Das hier war jetzt auch nochmal 9 oder 10 Fahrzeuge. Das ist gleich mal eine Million weg. Ne? Da muss man erstmal ein bisschen Geld erfahren. Sonst hat es keinen Sinn. So, hohes Tempo. Hohes Tempo. Das fand ich ja vorhin gut im ersten Teil des Videos mit dem Höchstgeschwindigkeit. Das ist schon geil. Wir sind in unserem Acura schon Höchstgeschwindigkeit gefahren. Ich muss den unbedingt tunen. Benutzerdefiniert. Ja, gestalten, umlackieren. Felgen, Reifen. Nummernschild, ganz wichtig, hat noch niemand ein ordentliches Nummernschild. Das kriegen wir alles noch hin. So. Da geht es dann ins Ziel rein. Ja, und dann kommt die letzte Runde. Das war nicht die schnellste Runde auf dem Track. Okay. Schade. Vielleicht, na gut, vielleicht schauen sich auch erstmal alle drei Runden an, dann wird das bewertet. Kann ja auch sein. Dann sind die anderen Fahrzeuge hier gar nicht mehr. Ja, egal. Ah, da vorne. Da vorne. Die sind schon ganz schön weit abgeschlagen, muss ich mal sagen. Sektor angeführt auch schon und wir haben, es waren Zehntel gewesen, ich habe es gerade gar nicht richtig gesehen, ein Zehntel, denke ich, war das schlechter, also okay, hier, das war jetzt auch schön gewesen, schöner Drift, hier ist Hubschrauber, wie bei der Q2, ne? Nur hier schwebt er halt über der Strecke, das ist cool, und die Q2 hat halt irgendwie Staub und Sand und sowas aufgewirbelt und war echt total ätzend. So, okay. Unser Renningenieur lobt uns auch. Wir sind toll. Okay. War's was schon wieder. Wir können noch ein Hotlap fahren eigentlich, ne? Wenn wir so gut sind und so schnell. Im Ziel. Schnellste Rundenzeit müsste ich doch eigentlich haben, ne? Dann sehen wir gleich. Ja, Hammer. Ja, 8 Zauberhubmanöver, ja. Hätten mir 3 Stück gefehlt. Na wurscht. Dimitri und Björn, okay. Gute Typen. Haben wir extra 10.000 Erfahrungspunkte. Bäm und Geld. Sehr schön. Für die 80.000 wieder. Oh, Wahnsinn, ne? War gleich Level 4. Mit die 80.000 wieder reinkommen, was die Karre gekostet hat. Jetzt wollen wir noch einen Hot Lap Rennen. Ein Hot Lap Rennen. Rennen. Ein Rennen natürlich. Aber vorher wird das Fahrzeug individualisiert. Okay. Longfield war das gewesen. Kali Konter machen wir mal. Werkstatt. Na komm, muss ich mal 5-mal draufklicken, bis da mal was tut. Team nehmen wir mal. Ich bin gespannt, was da für Lackierungen gibt. Ja, oh, das Grün sieht gut aus, ne? Das Grün gefällt mir schon ganz gut. Das ist aber auch DLC, wie ist das für ein DLC, wenn das sein soll. Ich nehme das Grün, das ist okay. So, Kennzeichen. Natürlich. Kommt unser Name hin, ne? So. Nummernschild passt eigentlich, ne? Weiß. Wobei. Das ist auch cool, ne? Das japanische Kennzeichen. So, Felgen. Nehmen wir einfach mal irgendwie. Ja, solche sehen doch immer ganz gut aus bei solchen Wegen, ne? Material und Farbe. Da wir grün sind, grün-gelb, können wir nicht gelb nehmen. Können wir aber auch grün nehmen, ne? Das war ein schönes. Das sieht doch geil aus.
in Metallic größer, das größte, was es gibt. Und dann Reifen. Das ist natürlich auch ganz cool, dass er diese verschiedenen. Dann nehmen wir ja gelb oder grün. Ich würde sogar sagen, das ist grün. Naja, komm. Sieht alles nicht so besonders aus. Dann nehmen wir mal Michelin-Reifen. So. Gut, sehr geil. Jetzt muss ich natürlich nochmal raus, nochmal rein, sonst wird es nicht übernommen. Das ist echt total dumm gemacht, aber pff, was soll man machen? Ich glaube, deswegen ist mein Fahrzeug auch für die Lackierung immer beim zweiten Rennen, weil ich es hintereinander fahre. Ah, keine Ahnung. So, Willow Springs International Raceway. Sagt mir was, sind wir schon mal gefahren? Aber mit einem Daily Event, wie ich weiß. Sehr schön. Willkommen in den Vereinigten Staaten. So, das ist jetzt eine heiße Runde, eine Hot Lap. Fliegender Start. So, und los geht's. Sehr cool. Gibt's hier einiges zu gucken da draußen, ne? Wenn man die Strecke noch nicht so kennt, ich bin jetzt einmal gefahren, diesen Daily. Und da achtet man ja sowieso auf die Strecke wegen der Zeit. Aber hier gibt es schon das eine oder andere zu sehen, wenn man so in die Ferne guckt. Ne? Da steht ein Auto. Ich habe jetzt gerade hinten die Sterne bei einem Flugzeug, ne? So ein Flugzeugfriedhof. Aber da liegt doch die Fett. Wie bei. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Strecke heißt, ne, von da heißt die Sendung mit dem Track mit den Flugzeugen. Naja, ich komme noch drauf. So. Eigentlich eine ganz coole Strecke, ne, würde ich mal sagen. 1,29. Das Schlechteste müssen wir haben. Ich denke nur, ja, liegen gut in der Zeit, ne? Wobei. Ja, doch. Boah, jetzt habe ich auch Glück gehabt, ey. 21, 22. Oh, ja, davon ist das Ziel. 24, 25, 26, 27, 28. Pff. Haben wir wenigstens das geschafft? Ja. Wenigstens eine Rundenzeit haben wir geschafft. Das sieht so ganz gut aus. Komm, fahren wir mal. Genau, von vorne. Das sieht schon gut aus, ne? Also gefällt mir besser als das Gelb. Und auch die Felgen sehen cool aus. Alles klar. Schön, dann machen wir weiter im nächsten Teil. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Schreibt was in die Kommentare. Oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.